das Beste, was der Welt passieren konnte, ist der Wahlsieg von Trump. Spitze. Super. Mir eigentlich egal, wen die da drüben haben. Was stellen Sie Fragen? Wie gesagt, der Trump sagt nein, keine Waffen, keine Gelder in die Ukraine liefern. Besser als das andere. Vielleicht hört er ja mit dem Ukraine-Krieg mal auf. Würde ich gut finden. Weltweit sorgte diese Nachricht für Hoffnung und Entsetzen zugleich. Donald J. Trump ist wieder US-Präsident geworden und er will den politischen Sumpf in Washington austrocknen und dafür sorgen, dass Russland und Ukraine Frieden schließen. Doch was bedeutet das für Deutschland? Wir haben uns bei den deutschen Bürgern in Dresden umgehört. Der Herr Trump ist jetzt US-Präsident. Was sagen Sie dazu? Was haben Sie empfunden? Spitze. Super. Weil der Harris, naja, ihre Kampagne ist gescheitert, Gott sei Dank. Und Trump, werden wir sehen, was jetzt kommt. Ich hoffe für die Amerikaner alles Gute und Beste. Und dass es bei ihnen genauso aufwärts geht, wie hoffentlich bei uns bald. Ja, könnte eine Chance zu werden, gell? Wir werden sehen. Finden Sie das gut? Verbinden Sie Hoffnung damit? Ja, womit soll ich denn sonst noch Hoffnung verbinden? Wie finden Sie das, dass der Herr Trump gewählt wurde? Gut. Warum finden Sie es gut? Besser als das andere. Also Frau Harris wäre nicht Ihr Ding gewesen? Nein. Aber der Krieg muss definitiv beendet werden. Und wenn jemand mit so einem Spruch kommt, wir schaffen Frieden durch Waffen, dann ist er entweder naiv oder dämlich. Ich hoffe nur, dass es ein Ende dieses Krieges gibt. Ich möchte auch keine atomar bestückbaren Waffen hier in Deutschland haben. Wie gesagt, der Trump sagt nein, keine Waffen, keine Gelder in die Ukraine liefern. Er ist ein Friedensmensch, er ist ja auch befreundet mit dem Putin. Na, weltweit alleine auf jeden Fall glaube ich schon mal, dass er den Krieg gewinnt. Also den Krieg beenden könnte, wenn er es möchte. Auch in 24 Stunden, das hat er ja angekündigt. Zwischen Russland und Ukraine. Das glaube ich nicht. Und jetzt wurde viel über die US-Wahl berichtet hier in Deutschland. Wie haben Sie denn die mediale Berichterstattung erlebt, auch über Herrn Trump? Der wurde ja, sage ich mal so, als Gott sei bei uns ein bisschen dargestellt. So wie was ich jetzt mitbekommen habe, ich habe ja nicht viel mitbekommen, aber das, was ich mitbekommen habe, er wurde ja nur schlecht gemacht. Er wurde nur verteufelt und so weiter. Aber das war Mittel zum Zweck. Das ist nun mal so. Aber ich bin froh, dass es nie gewirkt hat bei den Leuten in den USA. Unsere Medien, ich brauche nur schauen, was heute und gestern berichtet wurde über den Olaf Scholz und seine Wahlmanager in Berlin, die sagen, Deutschland hat kein Papier, Neuwahlen schnell zu machen. Also ein gesunder Menschenverstand sagt ja, dass also geht nicht. Und wie sollte sich jetzt eine zukünftige Bundesregierung verhalten gegenüber Trump und gegenüber den USA? Das weiß ich nicht. Wo sich aber die Bundesregierung definitiv in Deutschland einig werden müsste, ist mit, also komplett ändern müsste, wäre die komplette Politik. Weil die ist meiner Meinung nach völlig für den Arsch. Wie zufrieden sind Sie mit der Bundesregierung momentan? Ich meine, sie besteht da nicht mal lange, hat sich ja quasi schon aufgelöst. Da wäre ich ausfällig. Ach so, okay. Die Ampel ist ja sowieso schon weg. Und die Minderheitsregierung ebenfalls radikal weg. Hier muss was anderes her. Die sind unfähig, die haben das Land voll gegen die Wand gefahren auf unsere Kosten. Es müsste eigentlich noch AfD-Regierung in der Mehrheit sein. Und dann, denke ich mal, würde das alles gelöst. Was würde eine AfD-Regierung bringen? Also mehr direkte Demokratie. 19 Uhr. Einsatz für den Frieden und auch natürlich den Bürgerwillen durchsetzen. Und gibt es noch eine Partei, wo Sie sagen, die könnte was drehen, die könnte was ändern zum Positiven? Klingt für viele jetzt am Ende wieder blöd, aber im Endeffekt eigentlich die AfD. Ich bin nicht der Einzige. Man sagt kurz und bündig AfD. Mach einfach wieder eine konservativere Wirtschaftspolitik. Ja, das wäre es. Wacht auf, weil das hier, das kann gegen die Wand gehen. Es müsste eigentlich noch AfD-Regierung in der Mehrheit sein und dann, denke ich mal, würde das alles gelöst. Was würde eine AfD-Regierung bringen?
Also mehr direkte Demokratie. 19 Uhr. Einsatz für den Frieden. Und auch natürlich den Bürgerwillen durchsetzen. Und von daher würde ich das mal so formulieren, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Neuwahlen und dann schauen wir mal.